Es scheint eine unberührte Landschaft zu sein. Felsen im Mittelmeer, weite Waldflächen. Mallorca und die Inselwelt der Balearen. Überall Windräder, typisch für diese Inseln. Und kleine Bergdörfer wie das idyllische Val de Mossa im Tramontana-Gebirge. Die Kehrseite. Bauruinen am Strand von Estrenc. Und wilde Müllkippen an der Playa de Palma. Das Meer verkommt zur Kloake. Fäkalien aus den Touristenhotels vergiften das Wasser. Noch gibt es sie vor den Küsten Mallorcas. Tintenfische und viele andere imposante Meeresbewohner. Doch sie sind selten geworden, bedroht von immer mehr Dreck im Meer. Mallorca und die Balearen. Seit Jahrzehnten locken die Strände, nur 2 Flugstunden von Deutschland entfernt. Urlaubsträume. Ja, die Gegend, das Ruhige, die Menschen haben einfach eine ganz andere Ausstrahlung als in Deutschland. Ja, kommen wir mal zur Ruhe, kommen wir mal zu sich selbst. Was gefällt Ihnen denn hier? Ja, auch einfach nur mal ausspannen, an nichts anderes denken als an Urlaub, sich's gut gehen zu lassen. Und einfach auch mal die Beine baumeln zu lassen. Ruhe und Erholung? Viele Millionen Touristen fliegen jedes Jahr nach Mallorca und auf die anderen Inseln. Manchmal liegt das Hotel direkt in der Einflugschneise. Massentourismus schrankenlos. Auch das sind die Balearen, nicht nur hier am berüchtigten Ballermann auf Mallorca. Doch was sind die Folgen für Natur und Umwelt? Das interessiert uns. Ibiza, Menorca und die Hauptinsel Mallorca. Rund 1500 Kilometer sind die Balearen von Deutschland entfernt. Wie die meisten Touristen kommen wir hier an, am Flughafen Palma de Mallorca.